Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Vesperia Definitive Edition. Ich habe nur etwas trainiert. Repeat hat eine andere Waffe, damit ich Widerstand und Abwehr, Zauberabwehr Plus bekomme. Ansonsten, ja, so ein bisschen. Gut, wir wollen nach da angereist. Schauen wir mal, wie die Situation sich jetzt geändert hat, jetzt wo der Don wieder da ist. She's the Duce of Nordopolica. You can't just say, sorry, I got some bad information. Which means there's gotta be compensation to make up for losing Bellius. So the price Don mentioned back at the Manor of the Wicked was... His own life. Once he made up his mind to sacrifice himself, taking down Jaeger wasn't a problem. No, we can't do that! There has to be some other way. Both sides are at the breaking point, though. This thing could go off at the drop of a hat. And if it starts, it'll mean all-out war between the Union and Paul Astrale. Not sure we have the time to find some other way. I'm going with Carol. Ja, sowas hatte ich schon irgendwie befürchtet. Na gut, ich habe jetzt keine Zeit für ein Gasthaus. Estelle kann Rita nicht heilen. Na gut, schauen wir mal, was jetzt los ist. Kid, you're a boss now, right? But it's like there's nothing I can do on my own. So then ask for help. That's what friends are for, right? Don! Take good care of them, and they'll be there whenever you need them. I'm coming with you. Like hell you are! Well, old man, it's been fun. Raven, you better nail Jaeger for me. That's a heavy load for somebody like me. You're the only one I can ask. White Horse. Little lady, try going underground through the storeroom in the city's tavern. Hmm. There's a wall there inscribed with Eifried's name. If you're his granddaughter, it ain't a bad idea to take a glimpse at the kind of things he did. We're so grateful for everything your darling grandson's done to us. Really? The boy has made a mess of things. He may be my idiot grandson, but he's also a full member of the Union, and it falls upon any leader to take responsibility for the mistakes of their people. So say the laws. Take me, then. Let my head atone for Bellius. Don, idiot. These guilds, they're all filled with nutcases. So, who's gonna be my second? It would be my honor. Guess you're stuck doing a job nobody much wants. You too. No kidding. Yuri, I was looking forward to watching you go places. I'll make sure to save you a spot in hell. I don't think they'd let me into the hell you're going to. I won't forget that attitude, boy. And I won't forget your resolve, Don Whitehorse. Don! Listen up. You all gotta stand on your own two feet from here on. There's a new age coming, so get out there and make it for yourselves. Everyone here seems to have calmed down. Feels more like they're expecting the end of the world. Carol's been taking the Don's passing pretty hard, too.
And it looks like things are keeping the old man busy. I guess it comes with being a member of Altosk. Huh. I haven't seen Patty for a while now. She might be in the sewer tunnels. Oh, right. That's what the Don was talking about. He gave up his own life to make amends for what happened. The guilds take their laws pretty seriously. The pride of living by the laws of the guild? Taking responsibility. Accepting the choices he'd made. The Don practiced what he preached. And he was willing to stake his life on those beliefs. Responsibility. Choices. I've got to get these things figured out myself. Best to start with our guild. With Brave Vesperia. Yuri? Where are you? Just going for a walk. He probably went looking for Carol. Carol. Now my hands have killed someone I never wanted to kill. Don, that feeling still hasn't left my hands. You really were a piece of work, old man. Ja, das ist hart. Yuri tut mir irgendwie leid. Er ist so ein cooler Charakter. Ich mag ihn so sehr. Was? Hast du in Kistler geguckt? Du bist ganz rot im Gesicht. Ah. Aber irgendwie... Ja, Carol tut mir auch leid. Er hat zum Don aufgesehen und... Ja, das nimmt mich jetzt auch mit. Okay, erstmal suche ich Carol. Weil der ist echt kaputt wahrscheinlich. Dieses so schöne Schwert, das Yuri besitzt, ist jetzt... Ja. Wurde jetzt mit dem Blut eines Verbündeten getränkt. Wo ist Carol? Nicht da. Moment, ich hatte ja zwei Brustpanzer da. Das Kind da ist ein bisschen nervös. Ich glaube, es waren zwei Brustpanzer. Ich werde einen davon mal verkaufen, um wieder ein bisschen Geld zu bekommen. Verkaufen. Ne, das sind Helme. Da. Zaubertunika? Da, Kampfpanzer, das war's, was ich meinte. Warum habe ich eigentlich zwei Paar Lederstiefel? Was soll das? Ja, ich könnte kochen, aber irgendwie nutze ich das Kochen nie. Die bringen alle 100. Eigentlich brauche ich denn alles Teiler nicht. Ich kriege eine Waffe doppelt. Sieht nicht so aus. So, Landvermesser. Ah, da war ein Gefängnis. Eine Gefängniszelle oder was das sein soll. Muss mal gucken, was da ist. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes, ein Lagerraum oder so. Eine Truhe. Alle sind so traurig, dass der Don gestorben ist. Wie geht es jetzt weiter? Ja, wie komme ich da rein? Gibt es ja auch wieder so einen Lagerraum, den ich aufräumen muss mit Carol. Wäre interessant. Aber erstmal muss ich ihn finden. Hier ist er auch nirgendwo. Wo ist er denn? Ist er ein Gasthaus? Das wäre eigentlich der Ort, wo ich jemanden am ehesten vermuten würde. Dass er sich hier irgendwo die Augen ausholt oder so. Ne, Fehlanzeige.
Carol, wo bist du hin verschwunden? Ich will dich aufmuntern. Ich bin ja Yuri, dein bester Freund. Erinnerst du dich? Weil ich bezweifle, dass er in der Taverne ist und sich besauft. Yuri, there wasn't anything I could do. The Dawn and all the rest of you, you'd all made up your minds and did what you could. Nobody in this town's gonna listen to anything I've got to say. So I was thinking I should try talking with Paula Strolle instead. But they might be done talking and just attack anyway. When I thought that, I was too scared to go alone. So I ended up not going at all. I'm not good for anything. What about Judy? Weren't you gonna look for her? I can't. I can't go with you anymore, Yuri. Just not cut out to be the boss of a guild. Is that it then? Is that all guilds and Brave Vesperia mean to you? Just walking away from the dream like that? But I wanted to be the best guild! To be useful to the Dawn! For him to notice me! He's been a role model for me, and now he's not around! So you're just gonna pack it up and quit? Just what was it the Dawn died for? You, of all people, should know the answer to that. You can always do everything you want, Yuri! You'd never understand how I feel! I'm not tough like you! There's no way I can be like you and the Dawn! It's over! Our guild is... Carol! Don't you remember all the Dawn told you? Did you forget his resolve? As a member of our guild, I'm going to Mount Timsa to find Judy. Huh? Brave Vesperia will go on. Even if you don't, this guild is more than just you now. Einerseits tut er mir leid, andererseits ist das so eine bescheuerte Einstellung von ihm. Ich meine, die anderen sind seine Freunde und er lässt sie im Stich. Ja, sieht wohl so aus, als ob jetzt Yuri der neue Anführer der heldenmutigen Vesperia ist. Aber wahrscheinlich wird Carol irgendwann mal wieder zurückkommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt für immer wegbleibt. Judith vielleicht auch bei, wie hieß der blonde Schönling da jetzt noch, der Freund von Yuri. Hier, der rechte da. Moment. Nee. Achso, ich kann die anderen nicht angucken. Ah, wie heißt denn der jetzt mal? Auf jeden Fall dieser blonde Ritter da. Yuris Kindheitsfreund. Ich glaube nicht, dass der sich noch uns anschließt. Bin ich mir eigentlich sicher. Ansonsten... Die Klappe lassen wir fliegen. Ja, bei Carol bin ich mir eigentlich sicher, dass er wieder zurückkommt. Bei Judith ist die Chance gering, aber ich glaube auch, dass sie zurückkommt. Und bei dem Blondling glaube ich es eigentlich nicht. So eine Schwächling wie dich kann ich nicht gebrauchen. Wie war das? Ich bin mächtiger als du, alter Mann. So, meine Leute sind weg. So, entweder sind sie im Gasthaus. Ne, im Gasthaus war ich doch gerade. Vielleicht, wenn ich die Stadt verlasse. Okay. Warum habe ich gerade okay gesagt? Keine Ahnung. Also wahrscheinlich werde ich jetzt die Stadt verlassen, Jodith suchen und Yuri und die anderen Freunde werden fragen, wo bleibt der Carol? Und Yuri wird sagen, der kommt nicht mit. Ah, Moment, nee. Unterhalb in der Taverne, genau, da, das ist doch dieses Kanalisationssystem. Die Frage ist nur, ist es hier oder in der anderen Taverne? Weil da ist Patty und ich weiß nicht, ob wir Patty mitnehmen. Sie wird wahrscheinlich auch ein fixes Mitglied sein dann, aber
Oh Gott. Moment, jetzt ist dunkel, jetzt kommen die Gegner, oder? Ja, jetzt kommen sie. Ja, und drei und ich alleine. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Ich hoffe, ihr seid schwach. Gut, da ist das weg. Aua. Meine, zur Not habe ich das Überlimit. Aber ich glaube, das werde ich nicht brauchen bei so schwachen Gegnern. Wo guckst du denn hin? Aua, aua. Gut, weg. Gut, der ist auch hinüber. Wow, ich könnte das die ganze Zeit einsetzen. Das ist so cool. Selbst Repeat ist nicht da. Ich werde so machen, dass ich jetzt die anderen hole. Also ich werde jetzt das die Stadt verlassen. Wahrscheinlich, wenn sich dann die anderen auch zu mir anschließen. Und wenn es möglich ist, werde ich wieder in die Stadt zurückgehen. Und mich da unten in der Kanalisation vielleicht umgucken. Weil die Chance da besteht, dass Patty da unten irgendwo rumrennt. Ich glaube, das ist ein Plan, der sich gut verfolgen lässt. Ich meine, ich brauche Pattys. How very nice to see you both. Jaeger! You've got some nerve showing your face after planting the seeds of war. Seeds of war? I'm quite sure I don't know what you're talking about. Attacking Palestrale is a matter for the Union to decide. Yep, that's right. We just helped inform their decision. Exactly. Understand, my little friends? I'll give you something to smile about. That's enough for today, I think. It is the day of the Dawn's passing, after all. We're still in mourning, you see. The world lost a great man today. What is it you guys are after? Get the Dawn out of the way to take control of the Union? Oh, no, 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 no. Our little business will most surely be easier without the poor Dawn around, but... let's not go there. I've come today for my own personal reasons. I don't want to disgrace the Dawn by doing something I'll regret later. You should leave before I change my mind. It is not only you who are mourning this death, you know. Be seeing you then. Even Jaeger is mourning the Dawn. I don't understand. Hadn't he been trying to get rid of Dawn Whitehorse himself? The old man was a nuisance to Leviathan's Claw, but maybe things were a little different for Jaeger on a personal level. You mean like the difference between guilds and individuals? Yeah. To the Dawn? There was Jaeger the boss, and Jaeger the person. The Dawn did break his own laws and take the fight into his own hands. Well, we should be on our way. All right. I told Rita we would be meeting her at the town exit. I also left a message at the inn for Patty. I said he'll be fine. Let's go. Wieso war da gerade der Text von wegen, ja, ich habe gesagt, er wird wieder, also he will be fine, also er wird wieder in Ordnung sein, wenn von Patty die Rede war. Na gut, was Jaeger angeht, erst dachte ich, er lügt, aber vielleicht... Where are Carol and Patty? What is the deal with everyone worrying so much? What are both of your plans after this? I'm going with you, of course. Like I said, I've decided to stick with you guys while I research the air credit. Right. I want to go with you as well, Yuri. Now that we know the Hunting Blades are out to get Judith, we've got to try and help her. We're not obligated to do anything for her. Judith shared in our travels. She's one of us. She also destroyed the Ceres Blastia on the ship. But... I'm not going out on any mercy mission. I told you I need to set things straight, right? Yuri... What does Judy know? What doesn't she know? I'm gonna see that she comes clean about all of it. I have to find out where this guild stands. Well, we might just end up saving her along the way. You two are worried about her. I knew it. What are you talking about? We might, is all I said. Anyway, with all this talk about setting the guild straight, is the fearless leader himself gonna come? It'll take more than this to keep him down. He'll come. Oh,
Patty's here. Did you have a look at what your grandpa left behind? I engraved it all firmly in my memory. So did it help you remember anything? It doesn't look like things are gonna go quite so well. But I can't let myself get discouraged by something like that. Yeah, that's right. Is it okay for me to be with you guys a little longer? I don't mind. Okay, let's go. What should we do about Raven? He couldn't come now. He can't turn his back on this town. They lost the Don. You're probably right. The old man has his own agenda to take care of. I'm gonna miss him. I think who you're talking about. That guy might just pop up when you least expect it. So where is this Mount Temsa anyway? My guess is that it's somewhere north of the sands of Kogor. She mentioned something about living with Ba'ul on a mountain to the north of a desert. There certainly are plenty of mountains in the northern regions of Desyer. Well, let's start there and see where it takes us. We'll be going to Desyer by ship. Looks like that's where I come in. All right, let's head to the ship. The things the Don wanted to tell me yet, but Brave Vesperia is my... no, our guild. So I've gotta come with you guys! Carol? I think if I ran away, if I abandoned my friends, that'd be the end. I couldn't come back. That's why I've gotta go. Please let me come too! Of course. You're the boss of this outfit, Captain. Yuri! Thanks! But don't call me boss anymore. I haven't done anything to earn that title yet. Until you really think I'm a boss. Until I don't feel embarrassed when someone calls me boss, I'll just do my part as a fellow member of Brave Vesperia. Understood, Carol. Not a bad plan. All right! It never ends with these guilds. Bunch of hot-headed idiots. That's exactly what's so good about the guilds, I think. Yeah. Quite juvenile, isn't it? Hey, old man! Ma, how glorious is youth! What are you up to? Huh? Something wrong with my being here? Well, don't you have your hands full with the Don's passing and everything? You know, it all just seemed a little too bothersome, so I ducked out. But you owe a lot to the Don. Aren't you sad? Sad? I cried and cried till my throat was hoarse, and there wasn't a tear left in me. Funny. It doesn't show on you at all. Huh. So not even Raven the Great can bear to ignore the Don's parting words. What are you talking about? You heard me, didn't you? That burden's too heavy for this beast. I'm sure they'll be able to take care of that piece of business just fine without me. All right. We'll leave it at that. Oh, man. These kids today, I tell you. Traveling in a group is loads of fun. It's so lively. This isn't lively. It's rowdy. Didn't I tell you that before? So now we can depart for Desyer, right? Huh? Why are we going back there? That's a pretty good hunch you had there. Mount Temps is north of the Sands of Kogor. There's a Cridian city there, if memory serves. And why would you know something like that? Well, I'm over twice your age, so of course I know twice as many things. Right. So are we going, or aren't we? Can we get to the north of Kogor by boat? Guess we'll have to see when we get there. Hoist the sails! The Viertia is off to sea! Our swords for freedom, our shield for friendship, our lives for the common good. The Union Oath, huh? Do you suppose Ifrid lived according to those words? Or did the wind blow differently?
Well, the fact that Ifrid's signature is on the oath is no simple twist of fortune. Well, we'll just have to take up the oath for Dawn and Ifrid then, won't we? Well, Dawn, looks like the youth have picked up the torch you and Ifrid once carried. Ja, Patty und Raven sind wieder mit dabei. Raven und Carol sind wieder mit dabei, das meine ich. Ja, ich wusste doch, dass Carol wieder zurückkommt, aber so schnell, ja. Und lass mich mal gucken, Norden, das heißt... Ja, diesen Flecken darf ich nicht, oh Gott, verdammt, wo ich da war. Nördlich, Moment, Norden liegt hier unten. Moment mal. Rechts die Karte da, die kann ich aber nicht weiter erkunden, oder? Vielleicht sollte ich aber das mal. Versuchen wir mal ein bisschen die Karte zu erkunden. Ich habe hier noch ein paar Minuten. Ich bin gerade so in Aufnahmelaune, weil es ist so geil. Es macht richtig Spaß, das Spiel. Oh, ich kann da gar nicht hin. Verdammt. Bin ich jetzt? Da. Gut, dann schwimme ich eben immer einen Rand entlang. Aber andererseits, vielleicht komme ich da später irgendwann hin. Ist nicht, komm doch dahin. Das ist meine Hauptstadt. Don Whitehorse was a real man, wasn't he? I'm sure you felt the weight of that in your blade as his second. I'm sorry I made you shoulder that burden. It's alright. Unbelievable. Why would he accept that role? Do you think Yuri is really all right? He's not all right, but I imagine he'll be able to sort it out in his own mind. That lad's got real resolve. Resolve? Do you mean like with Ragol and two more? Aye. Once he's made up his mind and taken up a task, he'll see it done no matter how heavy it is. An exhausting path, one this old man could never take. You aren't alone in that. All folks like us can do is keep an eye on the lad as he does what he needs to. Ist der richtig weise? Da ist so ein verdächtiger Stein. Ich weiß, ich muss zwar in die andere Richtung, aber ich werde da jetzt mal gucken. Nein! Nein! Wie komme ich da so überhaupt hin? Die Stadt will ich nicht, auch wenn es eine große Stadt ist. Ah, Moment, da komme ich so nicht hin, glaube ich. Nee. Ich finde es schade, dass die andere Overworld-Musik nicht mehr spielt. Ich meine, diese hier gefällt mir auch, aber die andere war auch nicht schlecht. Das... Nein! Ach, verdammt, ich war zu langsam. Ich wollte auf mein Schiff flüchten. Naja. Du hast irgendwas erlernt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Bam, da hat es Carol dir mal gegeben. Na gut, dann lassen wir den Stein da. Oh, ein neues Gebiet. So. Da ich jetzt in einem neuen Gebiet bin. Oh, was haben wir denn da? Ein Zelt. Und ein neues Gebiet für Repeat. Ja, Gebiet für Repeat. Noch mehr erobert für unseren Hund des Jahres oder so. Was ist das für eine Kamerasicht? Irgendwie cool. Die Frage ist nur, sind die Gegner hier... Moment, vielleicht bin ich hier sogar richtig. Naja, es ist quasi eine ganz neue Insel. Ich glaube, hier werde ich mich beim nächsten... Boah, was ist das? Wieder rechts. Ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal bekämpfen, auch wenn es mich zermalmen könnte. Ich werde hier einen kurzen Schnitt machen. Das war Tales of Vesperia Definitive Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.